In einer großen Stadt am Blauen Meer lebte einst ein König und eine Königin. Sie hatten einen Sohn, der hieß Iwan, und zwei Töchter, die hießen Dunja und Natascha. Diese beiden Töchter waren des Königs größte Freude, und sein Glück wäre vollkommen gewesen, wenn sein Sohn Iwan ihm nicht Grund zur Besorgnis gegeben hätte. Iwan war nur damit beschäftigt, auf seiner Harfe zu spielen. Er hatte keinen heldenhaften Sinn und keine ritterlichen Neigungen, er liebte keine Kämpfe mit scharfen Schwertern und suchte nicht die Begegnung mit Soldaten. Er hatte nur Freude am Harfenspiel. Die aber spielte er so schön, dass alle zuhören mussten. Der König dachte, Musik ist etwas Schönes, aber man kann mit ihr kein Königreich verteidigen und den Feind von den Toren damit abwehren. Deshalb ließ der König den Prinzen Iwan zu sich kommen und sagte, »Mein lieber Sohn, du machst mir großen Kummer. Nichts anderes tust du, als auf der Harfe zu spielen. Ich sehe an dir kein Streben nach Ruhm und Heldentum. Für einen Königssohn ist es aber wichtig, dass er ein guter Reiter ist und mit dem Schwert umzugehen versteht. Aber du kannst uns nicht einmal verteidigen, wenn Krieger über unser Königreich herfallen. Ich bin alt geworden und wirklich in großer Sorge.« »Lieber Vater, deine Sorge ist unbegründet. Man kann zwar Städte mit Gewalt erobern, aber auch mit List. Man kann Stadttore mit Keulen zertrümmern, aber auch durch Schlauheit gelingt es, dass sie sich öffnen. Vielleicht kann ich dir einmal beweisen, dass ich mir auch zu helfen weiß.« »Ich hoffe, dass ich das noch mal erleben werde.« So sagte der König, und schon bald darauf sollte ein Ereignis eintreten, das den König, die Königin und den ganzen Hofstaat in Aufregung versetzte. Der König stand am Fenster und sah, wie die 42 Wärterinnen der Prinzessinnen wie wirr durcheinander liefen, weinten und schrien und in lautes Klagen ausbrachen. Der König öffnete das Fenster. »Was ist denn los? Was soll das Gerenne?« »Sei uns gnädig, Herr! Soeben sind die beiden Prinzessinnen, Dunja und Natascha, von einem Wirbelwind fortgerissen worden.« »Was? Wie konnte das geschehen? Ihr habt nicht genug auf sie geachtet.« »Doch, Herr! Wir sind mit den Prinzessinnen im Garten spazieren gegangen und da kam plötzlich eine schwarze Wolke und wir konnten die beiden nicht mehr sehen. Noch ehe wir uns besinnen konnten, waren die beiden verschwunden.« 42 Wärterinnen habe ich angestellt und sie können nicht einmal zwei Prinzessinnen hüten. Was soll ich nur ohne meine Töchter anfangen?« Der Gram und die Trauer des Königs um seine Töchter waren furchtbar. Er aß nicht mehr und trank nichts mehr und konnte nicht mehr schlafen. Da kam sein Sohn Iwan zu ihm und sagte, »Lieber Vater, ich kann es nicht länger mit ansehen, wie du dich quälst. Warum rufst du nicht alle deine Helden und tapferen Krieger zusammen, damit sie die beiden Prinzessinnen suchen und sie dir wiederbringen? Wenn es einem gelingt, so gib ihm dafür mein Königreich. Wenn aber keiner unter ihnen ist, der dir diesen Dienst erweist, so werde ich es tun. Und du wirst erfahren, dass ein scharfer Verstand mehr wert ist als scharfe Schwerter und schnelle Pferde.« »Es soll so sein, wie du gesagt hast.« Als die Krieger und Helden um den König versammelt waren, sagte dieser, »Ist wohl ein Held unter euch, der die Aufgabe übernimmt, meine Töchter zu suchen? Ich werde dem, der sie wiederbringt, die schönste von ihnen zur Frau geben, dazu die Hälfte meines Königreiches.« Da schauten sich die Krieger und Helden an. Einer versteckte sich hinter dem anderen und keiner wagte, etwas zu sagen. »Niemand von euch?« »Väterchen, wenn keiner dir diesen wichtigen Dienst erweisen will, so werde ich mich aufmachen, um meine Schwestern zu suchen. Ich will aber keine Belohnung dafür.« »Gut, mach dich auf den Weg. Nimm alles mit, was du brauchst. Gold, Silber, Edelsteine, Pferde und auch deine Leibwache.« »Ich brauche keine Pferde, kein Gold und kein Silber. Ich nicht. Ich werde nur meine Harfe mitnehmen. Du aber, Vater, warte 3 Jahre auf mich. Wenn ich im 4. Jahr noch nicht zurückgekommen bin, dann
suche einen anderen Erben. Ich wünsche dir Glück auf deinen Wegen und mögest du wohlbehalten mit deinen Schwestern nach hier zurückkommen. So machte sich Prinz Iwan mit seiner Harfe auf den Weg. Aber er wusste so recht nicht, wohin er gehen sollte, um seine Schwestern zu suchen. Da kam er in einen finsteren Wald, und da sah er zwei Waldgeister, die miteinander kämpften. Der eine hatte einen Eichenstamm, der andere einen langen Lindenstamm in der Hand, und sie prügelten sich, dass der Staub zum Himmel aufstieg. »He, ihr zwei, warum rauft ihr miteinander? Ihr wollt richtige Waldgeister sein und macht Dummheiten wie die Menschen?« »Warum sollen wir nicht raufen? Wir sind uns nicht einig. Wir haben etwas gefunden und ich sage, das gehört mir, und er sagt, nein, das gehört mir. Wir wollen teilen, aber es geht nicht.« »Was habt ihr denn gefunden?« »Wir haben Stiefel gefunden, die von selbst laufen. Damit kann man so schnell laufen, dass kein Vogel nachfliegen kann. Dann haben wir ein Tischtuch gefunden. Wenn man es ausbreitet, steht sofort alles darauf, was das Herz begehrt. Und dann haben wir noch eine Mütze gefunden, die unsichtbar macht. Wenn man sie aufsetzt, ist man verborgen und niemand kann einen finden.« »Ich könnte euren Streit schlichten.« »Wie? Sag schnell! Wie wollen wir die Sachen teilen?« »Am besten ist, ihr macht es so. Rennt auf diesem Wege fort. Wer von euch den anderen überholt, dem soll das Tischtuch, die Stiefel und die Mütze gehören.« »Du hast uns wieder zur Vernunft gebracht. Nimm alles in Verwahrung. Wir rennen gleich los.« Die beiden liefen fort und waren bald im Wald verschwunden. Der Prinz aber wartete nicht, bis sie zurückkamen. Er zog schnell die Stiefel an, nahm das Tischtuch unter den Arm, setzte die Mütze auf, und weg war er. Die Waldgeister kamen zurückgerannt, sie suchten ihn, aber sie sahen ihn nicht. Prinz Iwan ging weiter und kam an eine Hütte. Darin saß eine Hexe. »Pfui, pfui, pfui! Ich habe heute noch keinen Menschen gesehen und auf einmal kommt einer zu mir. Was führt dich her? Woher kommst du? Und wo führt die Reise hin?« »Ich bin unterwegs, um meine beiden Schwestern, die Prinzessinnen Dunja und Natascha, zu suchen. Eine schwarze Wolke hat sie entführt. Kannst du mir vielleicht sagen, wo ich sie finden kann und welchen Weg ich einschlagen soll?« »Wo die Prinzessin Natascha wohnt, das weiß ich. Wenn du den mittleren Weg einschlägst, so kommst du zu einem Palast aus weißen Steinen. Dort wohnt ein alter Mann. Er ist das Waldungeheuer. Der Weg dorthin ist aber sehr weit und beschwerlich. Du musst leise sein, wenn du dorthin kommst, sonst wirst du von dem Ungeheuer aufgefressen.« »Ach, an mir ist nicht viel dran. Aber ich pass schon auf, dass mich das Ungeheuer nicht frisst. Leb wohl und hab Dank für deine guten Ratschläge.« Der Prinz ging von der Hexe fort und kam mit seinen schnellen Stiefeln schon bald an den Palast, in dem das Waldungeheuer wohnte. Leise schlich er sich um das Haus und sah im Garten seine Schwester Natascha. »Natascha! Natascha! Bist du es? Mein lieber Bruder, Prinz Iwan?« »Ja, ich bin es. Wie schön, dass ich dich gefunden habe.« »Wo soll ich dich nur verbergen? Das Waldungeheuer wird gleich kommen und es darf dich nicht sehen.« »Ja, wohin mit mir? Erschreck nicht, ich habe eine Tarnkappe. Die setze ich auf, dann kann mich niemand sehen. Da ist das Ungeheuer schon.« »Wo ist dein Gast?« »Ich habe keinen Gast.« »Ich spüre es, dass hier ein Mensch ist.« »Willst du Streit mit mir anfangen?« »Sei nicht böse, Prinzessin Natascha, aber ich habe so großen Hunger, dass ich einen Menschen fressen möchte.« Da nahm der Prinz seine Mütze ab, so dass das Waldungeheuer ihn wieder sehen konnte. Er sagte: »Warum willst du mich fressen? Sieh doch, wie dürr ich bin. Aber ich werde dir jetzt ein Frühstück bereiten, wie du noch nie eines gesehen hast. Gib nur Acht, dass du deine Zunge nicht mitverschluckst. Nun, was sagst du?« Prinz Iwan hatte das Tischtuch ausgebreitet und es stand alles darauf, was es überhaupt zu essen gibt. Alles, kein bisschen fehlte. »Ach, das ist so recht nach meinem Sinn. Gebratene Tauben, ach, Gänse, Hühner, Schweinebraten, Rehkeulen, Kalb, sag's mir. Oh, ach, und Wein und Bier und Bier und Bier.« »Ja.
Das Waldungeheuer fing gleich an mit der Mahlzeit und aß und trank so viel, dass es nicht mehr von seinem Platz aufstehen konnte. Dann schlief es fest ein. Jetzt muss ich gehen, meine liebe Schwester. Ich habe dich gefunden. Jetzt muss ich noch Prinzessin Dunja, unsere jüngste Schwester, suchen. Sag mir, weißt du, wo sie wohnt? Ich weiß es. Man muss zu ihr auf das Meer hinausfahren. Sie wohnt auf dem Grunde des Ozeans bei einem alten Mann, dem Meerungeheuer. Der Weg dorthin ist aber sehr beschwerlich. Du musst weit fahren, und wenn du wirklich hinkommst, so musst du aufpassen, dass dich das Meerungeheuer nicht frisst. Ich werde Acht geben. Es wird mich schon nicht fressen. Leb wohl, mein Schwesterchen, und habe Geduld. Ich komme zurück und befreie dich. Leb wohl, Brüderchen. Vergiss mich nicht. Nun zog der Prinz wieder seine Stiefel an und kam schnell an den Ozean. Dort stand ein großes Schiff, und die Schiffer bereiteten sich gerade darauf vor, zu einer Salzinsel zu fahren. Wollt ihr mich nicht mitnehmen? Ich kann euch zwar für die Überfahrt nichts bezahlen, denn Geld habe ich nicht. Aber ich verspreche euch gute Mahlzeiten, wie ihr sie noch nie gegessen habt. Und ich werde euch auf meiner Harfe vorspielen, dass ihr von der ganzen Fahrt nichts merkt. Die Schiffer nahmen Prinz Iwan mit, und er breitete viermal am Tag das Tischtuch aus, sodass alle die guten Mahlzeiten lobten. Und das Harfenspiel war so schön, dass sie sogar an der Salzinsel vorbeifuhren. Plötzlich aber kam ein großer Sturm auf, und Prinz Iwan wusste, dass er an der Stelle war, wo das Meerungeheuer wohnte. Er nahm seine Stiefel, das Tischtuch, die Mütze und die Harfe und stürzte sich ins Meer. Er ging so schnell unter wie eine Bleikugel und stand auf einmal im Palast des Meerungeheuers. Das Ungeheuer saß auf seinem Thron und neben ihm stand seine Schwester Dunja. Ehe der Prinz noch etwas sagen konnte, schrie das Ungeheuer: »Schon lange habe ich kein Fleisch mehr gegessen und jetzt fällt es mir auf einmal in die Hände. Komm her, lieber Freund, damit ich mit der Mahlzeit gleich beginnen kann.« »Hört, alter Mann, ich bin der Bruder der Prinzessin Dunja. Es ist nicht üblich, dass man Menschen frisst.« »Da hört sich doch alles auf. Dieser Kerl kommt in meinen Palast und will mir Vorschriften machen.« »So warte noch einen Augenblick. Hast du schon mal eine Harfe gesehen und gehört? Gib Acht, ich werde dir etwas vorspielen.« »Das klingt gut. Das klingt wunderbar. Es wäre wirklich schade, wenn ich dich aufgefressen hätte. Willst du nicht bei mir bleiben?« »Das kann ich nicht. Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen.« »Nun, wenn du nicht magst, dann spiel mir weiter auf deiner Harfe vor. Aber so lange, bis ich eingeschlafen bin.« Prinz Iwan spielte, und die süßen Töne der Harfe hatten das Ungeheuer bald in tiefen Schlaf versetzt. Die Prinzessin sagte zu ihrem Bruder: »Mein lieber Bruder, ich freue mich so sehr, dass du unser Gast gewesen bist. Aber geh jetzt schnell wieder von hier fort. Das Meerungeheuer hat manchmal böse Stunden, und dann könnte es schlecht für dich aussehen.« »Ich habe die weiten Wege gemacht, um dich, meine liebe Schwester, von dem Meerungeheuer und Natascha von dem Waldungeheuer zu befreien. Das muss mir gelingen. Aber wie? Weißt du einen Weg?« »Ich weiß einen Weg, aber ich glaube nicht, dass es dir gelingen wird, alles zu einem glücklichen Ende zu führen. Höre, im Ozean ist ein großes Königreich. Dort herrscht aber kein König, sondern eine Königin. Sie allein hat die Macht über die Ungeheuer. Wenn es dir gelingen würde, in ihr Reich zu kommen, so könnten wir drei nach Hause zurück. Aber du musst wissen, dass die Königin äußerst streng bewacht wird. Es haben schon viele Könige und Prinzen und mächtige Helden versucht, zu ihr zu gelangen. Aber keinem ist es gelungen. Alle mussten wieder umkehren, und manche sind auch dabei umgekommen.«
da muss man sich ja wirklich fürchten. Aber ich weiß schon einen Weg. Sage mir nur, wie komme ich in das Reich der Königin? Ich werde dir meinen Lieblingsfisch, den Stör, mitgeben. Er weiß den Weg. Setz dich auf ihn. Er bringt dich schnell dorthin. Leb wohl. Leb wohl. Und verliere nicht den Mut. So schwamm der Fisch mit dem Prinzen Iwan durch das Meer. Als er das Schloss der Königin von Weitem sah, setzte Iwan seine Tarnkappe auf und betrat, ohne von den Wärtern gesehen zu werden, den Garten der Königin. Hier wartete er, bis die Königin kam. Er hörte, wie sie zu ihren Freundinnen sagte: »Es ist so heiß heute. Seht nur, wie warm die Sonne scheint. Wir wollen baden. Niemand kann uns hier sehen. Es steht eine so starke Wache am Ufer, dass nicht einmal eine Fliege durchkommen könnte.« »Keine Fliege kann durchkommen. Hier ist schon eine.« »Wie kommst du hierher? Ich fürchte mich vor dir. Ruft schnell ein paar Wächter.« »Das brauchst du nicht, Königin. Warum fürchtest du mich? Ich bin kein Bär, ich beiße nicht. Ich bin ein Prinz und bin gekommen, um dich etwas zu fragen.« »Sei willkommen. Komm mit mir in mein Haus. Wenn du als friedlicher Gast gekommen bist, so sollst du auch bei mir gut aufgenommen werden. Es waren schon Brautwerber bei mir, die mein Herz mit Gewalt rauben wollten. Aber damit hatten sie keinen Erfolg. Sag mir, wie ist es dir gelungen, ungesehen bis in den Garten zu kommen?« »Das ist mein Geheimnis. Das verrate ich dir später.« »Und was ist das, was du unter dem Arm trägst?« »Das ist eine Harfe. Soll ich dir etwas vorspielen?« »Sehr gern. Ich habe solche Musik noch nie gehört.« Gefällt mir. Ich könnte dir immer zuhören. So, werde meine Frau? Das will ich von Herzen gern. Aber ich habe noch eine große Bitte an dich. Und die wäre? Ich weiß, dass du die Macht über die Ungeheuer hast. Meine beiden Schwestern, Natascha und Dunja, befinden sich in ihrer Gewalt. Befreie sie, damit sie mit uns nach Hause können. Hilf mir. Warum soll ich dir nicht helfen? Ich werde einen Befehl durch meinen Geheimschreiber an das Waldungeheuer und an das Meerungeheuer schicken, dass sie deine Schwestern freilassen. Sie werden meinem Befehl gehorchen. Wie gut du bist und wie schön. Mein Vater wird glücklich sein, wenn er außer seinen geliebten Töchtern auch noch eine wunderschöne Schwiegertochter bekommt. Und ich bin glücklich, dass es dir gelungen ist, bis in mein Reich zu kommen. Schreibe gleich deinem Vater. Und Prinz Iwan schrieb seinem Vater folgenden Brief. Mein liebes Väterchen, die Harfen eignen sich manchmal besser als die Schwerter. Ich bin glücklich, dass ich dir das beweisen konnte. Nicht alles gewinnt man mit Stärke und Tapferkeit, sondern mit Verstand und List. Die beiden Prinzessinnen Natascha und Dunja habe ich gefunden und dank der geliebten Königin auch befreit. Richte alles zur Hochzeit. Als das Volk gehört hatte, dass Prinz Iwan eine Königin heiratete, liefen Jung und Alt herbei. Sie lärmten und schrien und tummelten sich auf dem Rasen. Der König befahl, die Keller zu öffnen, die Trommeln zu schlagen und die Harfen zu spielen. Große Freude herrschte überall über die Rückkehr der beiden Prinzessinnen. Die Hochzeit des Prinzen mit der Königin übertraf alle bisher veranstalteten Feste. Sie dauerte 3 Tage und 3 Wochen lang war alles lustig. Prinz Iwan lebte mit seiner Königin noch lange und war ein milder Herrscher.